Hallo aus Simbach vom Start der ersten Etappe. Und ja, es regnet nur noch leicht. Das sah heute Morgen ganz anders aus. Die erste Aufregung haben wir auch schon hinter uns. Als wir nämlich gemerkt haben, dass der Zug, den wir eigentlich nehmen wollten, gar nicht fuhr. Aber dann gab es einen Schienenersatzverkehr ein bisschen früher, was ja im Prinzip viel besser war. Und so sind wir mit dem Bus in Simbach Bahnhof angekommen und gehen jetzt zum E1er. Und es soll besser werden. Und ich bin mal sehr gespannt. Irgendwie sind die ersten Tage ja immer Regenwandertage, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Und ja, das Ganze geht dann heute mit Regenklamotten. Und der Weg geht dann, ich glaube, ohne Einkehrmöglichkeiten von hier über den Kahler Asten. Da ist die erste Einkehrmöglichkeit, beziehungsweise am Nordhang von Winterberg, wo wir ja eben gestartet sind mit dem Bus. Da gibt es noch irgendwie einen Imbiss, aber das machen wir dann, nachdem wir den Aufstieg auf den Kahler Asten gemacht haben. Und oben gibt es ein Hotel mit Gastronomie. Das ist sozusagen erstmal das erste Etappenziel, bevor es dann weiter zur Unterkunft nach Neuastenberg geht. Hallo aus Neuastenberg. Eigentlich wollte ich das Video zur gestrigen Etappe auf dem Kahler Asten drehen, aber daran war überhaupt nicht zu denken, weil der Wind uns den Regen ins Gesicht peitschte und wir wirklich nur Dokumentationsfilmchen bzw. Fotos mit Regenschirm geschützt gemacht haben und das auch wirklich nur ganz kurz. Die Gastronomie auf dem Kahler Asten hatte auch zu. Die hatten wir uns eigentlich so als Ziel, Einkehrziel ausgeguckt und wir sind dann gleich weiter nach Neuastenberg. Und gestern die Etappe von Silbach hier nach Neuastenberg war bis jetzt, fand ich, die schönste und eindrücklichste. Auch wenn es neben satten Grüntönen in allen Schattierungen auch regensatt gab. Aber wir sind dann von Silbach aus einen Weg, der nannte sich Steiler Weg und war es auch, an der Madonna vorbei, über die Schienen zum E1 gelaufen, der hier auch der Rothaarsteig ist. Und dann ging es wirklich schön über Waldwege, grün in allen Schattierungen, ging es über Marktplätze, so hieß der Platz tatsächlich, ins bezaubernde Rehnautal. Also das war wirklich eine Augenweide. Es ging dort teilweise über Brücken, weil die Rehnau dort sehr verzweigt ist mit unterschiedlichen Zuläufen. Und ganz verwunschen, idyllisch, ging es da durch, teilweise wie gesagt über Brücken und dann hinauf. Der Weg war auch ein Themenweg, hieß tief hinab, hoch hinaus und das sind wir dann auch, nämlich durch Farben schwelgende Bergheidelandschaft und Hochheidegebiete dann auf den Kahler Asten, auf die noch vorbei an der Lennequelle und und dann, weil die Gastronomie zu hatte, hier direkt nach Neuastenberg.